Ah, halt, Moment, ich bin ja noch ganz fertig mit Diana. Diana? 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 Nee, Diana heißt sie. Ich habe viel Gutes über sie gehört. Haben Sie schon damit, das? Ja, das ist durchaus eine Überlegung wert. Derzeit kochen wir noch auf kleiner Flamme. Aber falls wir Gewinne machen, expandieren wir vielleicht. Expandieren, ist klar. In den letzten 5 Minuten, was zu verkaufen? Was halten Sie von Caesar? Naja, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten, aber wenn dadurch meine Dealer vor seinen Patrouillen Ruhe haben, bin ich dafür. Papa hat das Schiff bislang immer in die richtige Richtung gesteuert. Heißt der wirklich Papa oder sind die alle mit ihm verwandt? Was ich jetzt nicht so überraschend finde. Sprechen wir über was? Den Geschichtsunterricht erspare ich Ihnen. Sprechen Sie mit Papa Khan, wenn Sie das wirklich interessiert. Obwohl sich Jack bucklig malucht und meine Leute jeden Tag Stoff an den Mann bringen, ist in letzter Zeit ziemlich schwer, über die Runden zu kommen. Vielleicht bringt diese Allianz mit Caesar ja was. Aber ich weiß nicht recht. Ich habe garantiert nicht das Zeichen Caesars in der Hand. Es sei denn, irgendein komischer Attentäter hatte das bei sich. Ich bezweifle sehr, dass ich der Immunität in Caesars Lager und wenn nicht, könnte ich ja trotzdem nicht die Quest machen. Warum ist es denn so hart? Der Red Rock Canyon ist nicht gerade der gastfreundlichste Ort. Keine Nahrung, fast kein Wasser und auch sonst nichts, was irgendjemand brauchen könnte. Tja. Früher schickten wir immer Patrouillen raus, um Vorräte zu sammeln. Aber seit Bitter Springs haben wir einfach nicht mehr genug Leute. Ja, dann produziert doch welche nach. Das kann ja nicht so schwer sein. Das geht doch, kriegen alle anderen Leute auch hin. Klar. Schießen Sie los. Ja, ich... Was möchten Sie wissen? Na, hier, was machen die beiden? Ja, hier. Im Wesentlichen kümmern wir uns um die Großkarne. Jack stellt die Chemikalien her, ich organisiere Lieferungen und die Leute, die das Zeug verticken. Du kannst Jack neue Rezepte beibringen? Krass. Sie sind also Drogendealer. Wir versorgen die Leute mit Dingen, die sie haben wollen und nehmen dafür Dinge, die unser Stamm benötigt. Schauen Sie ein wenig über den Tellerrand. An wen verkaufen Sie? Das wird Sie mir garantiert nicht sagen, oder? An viele Siedlungen in der Mojave-Wüste liefern wir regelmäßig. Und seit neuestem machen wir auch mit den Unholden recht gute Geschäfte. Mir persönlich sind sie ja unheimlich, aber Papa findet es höchst unterhaltsam, wenn wieder mal einer voll auf Psycho eine RNK-Patrouille vermöbelt. Ja, gut, die Unholde. Ich glaube nicht, dass sie noch großartig viele Leute haben, nachdem ich da einmal durchgerannt bin. Gut zu wissen. Was? Ich möchte mit der Allianz, ja. Hey, ich bin nicht unbedingt heiß drauf, mit Caesar zu arbeiten. Aber wenn dadurch meine Dealer vor seinen Patrouillen Ruhe haben, bin ich dafür. Yay, kein Drogenhandel, er hasst Drogen. Tut er das? Woher weiß ich das? Davon höre ich zum ersten Mal. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Nein, welche zu finden wäre zu viel Arbeit. Vergessen wir es. Noch nicht, aber ich werde welche finden. Gut, dann kommen Sie wieder, wenn Sie sie haben. Oh, finden das Linien unter Wohnungsschmerz verfolgt? Oh, was haben Sie zu verkaufen? Um die kleinen Geschäfte kümmert sich Jack. Ja, Großauftrag. Ja, ich brauche 1000 Simpacks und 200.000 Redaway wäre nicht schlecht. Wiegt ja alles nix. Oh, öffnet Ruhe. Versteckt. Cat Eye und Maddox. Naja, lohnt sich nicht wirklich dafür jetzt. Dafür kriminell zu werden, lohnt sich nicht. Jack. Jack. Wow, ein neuer. Wow, Jack. Ich möchte Sie ersuchen, öffentlich gegen Papa Khans Allianz mit Caesar einzutreten. Ich möchte ihn ersuchen, genau. Medizinische Arbeit? Bin schon dabei. Hab ein paar Stimpacks zusammengebraut. Aber wenn Sie noch mehr Rezepte haben, würde ich die nehmen. Ja, ich, kann ich das? Nee, schade, kann ich nicht, oder? Sprechen wir mal nicht über die Großkarne? Die gehören zur Familie, klar. Die haben immer auf uns aufgepasst und dafür gesorgt, dass wir was zu essen und einen Platz zum Pennen hatten. Papa sieht nur aus wie ein großer, böser Bär. Er ist echt nett. Regis ist cool. Gruselig, aber cool. Alle anderen sind ziemlich dufte. Sogar Jimmy. Aha. Wer ist Jerry? Ach, die Jungs nennen ihn Jerry die Niete. Ist ganz schön fies. Ist wohl nur eine empfindsame Seele, die jemanden braucht, der sie liebt. No. Ist oft unten am Feld der Erprobung, falls sie ihn suchen. No, der arme Jerry. Tja, was haben sie zu verkaufen? Oh, sie wollen... Cool. Turbo, Stimpaks, oh, ne. Oh, kann ich an dem was verticken? Hab ich gerade um was dabei? Ich könnte ja mal die Drogen loswerden, die ich absolut nicht brauche. Nachtsicht hätte ich eigentlich was. Temporäre Abhängigkeitsinfekt, Körperteil wiederherstellen, Jet. Also Jet kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, fällt mir gerade so auf. Oh, aber der hat ja gar kein Geld. Toll. Hey, ich tausche all mein Jet gegen Stimpak, jawohl. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie noch etwas brauchen. Ich meine, was, du kannst Richtung Cottonwood Cove, da findest du Hinweise der Drogen. Ah ja. Spoiler mir noch nicht alles. Bisschen rumsuchen würde ich selber auch noch. Was machen Sie beide hier? Was? Na, streng genommen eigentlich gar nichts. Wir zaubern nur ein bisschen. Zaubern.
Was? Magie? Wir stellen die Glücklichmacher her. Was brauchen Sie? Jet? Psycho? Ein bisschen Maddox gegen den Schmerz? Nö, ich sollte also Drogendealer, ja? Nee, Mann, eher... Drogenfabrikanten. Genau. Andere Leute verkaufen die dann. Diane kümmert sich hauptsächlich darum. Aha, wer ist Diane? Das wissen wir doch schon, die kennen wir schon. Diane ist mein Mädchen, Alter. Wir passen aufeinander auf, seit wir Waisen geworden sind. Jetzt besorgen wir den Kahnen auch zusammen noch Kronkorken. Aha, okay, also die hängen wirklich ganz schön zusammen. Ich möchte sie ersuchen. Hä? Ich und Diane, wir stehen nicht so auf Politikkram, ja? Wir stellen nur Ware her und sorgen dafür, dass sie ein ordentliches Zuhause bekommt. Klar nervt Caesar, aber solange wir uns haben, kümmert es uns nicht, wie sich die großen Tiere balgen. Sprache 60, aber sie werden nicht haben. Die Legion wird sie töten und die anderen zur Würze? Alter, was für ein super Mist! Das ist doch niemals ein Copa Shishi. Ja, okay. Ich und Diane halten ihnen den Rücken frei. Kein Problem. Das ist doch viel einfacher als das andere. Hab ich doch schon. Geht in Ordnung. Okay, anscheinend, ich muss wirklich mal bei Caesars vorbeigucken, weil das ist die niedrige Frauenquote, die in ihrer Armee ist, ja wirklich recht beachtlich. Ich meine, da hat die RNK ja einen klaren Personalvorteil, ne? Kann ich hier nicht endlich irgendwie noch ein bisschen was? Höhlenpilze, Ratskorpion, Giftdrüsen? Ratskorpion, Giftdrüsen! Obwohl, nee, halt, er hat kein Geld mehr, oder? Hey, schaut mal, wer hier ein... Gutes Kahn, verdammt. Jetzt setzt mir wieder ein, stimmt, Katzador, Gift... hat er irgendwas, was ich haben möchte? Nee, nicht wirklich, oder? Ich meine, Maddox. Jet brauche ich garantiert auch nicht und Hydra ist recht nicht, hm. Tschüss. Stimmt, diese ganzen Ratskorpionen, Giftdüsen könnte ich auch alle mal verticken. Wenn du Wissenschaft 50 hast, solltest du dir ein Rezepte beikriegen. Ich habe Wissenschaft 90. Nee, stimmt gar nicht. Ich glaube nur 80 oder so. Aber egal. Hey, was läuft denn? Hier, was ist denn hier mit medizinischer Arbeit? Ja, nee, mag er nicht. Vielleicht braucht er mehr Zeit dafür. Na gut, dann hätten wir die beiden schon überzeugt. Siehst du, ich muss gar keine komischen Rezepte suchen. Es reicht vollkommen, wenn ich hier überzeugend was von Sklaverei erzähle und dann passt das schon. Warum sind die, sehen die Dinger da hinten eigentlich so komisch? Ja, wieder die Textur nicht ordentlich nachgeladen. Garf! Ja, Fernsicht haben Spiele immer viele Probleme. Ja, wird's bald mal hier? Sieht ein bisschen sehr hässlich aus. Felsen? Jetzt! Aha! Sieht schon wie hübsch aus. So, da. Ach, wie komme ich denn jetzt da oben in diese Siedlung? Wahrscheinlich muss ich hier lang rennen. Wem muss ich jetzt noch sprechen? Melissa? Ich glaube, Melissa hieß die Person. Jenna, Jack habe ich ja schon hinter mir. Der Drogenhersteller. Die scheinen ja auch irgendwie so ein Ergebnis der ganzen Bitter Springs-Geschichte zu sein. Wer bist du? Nee, unwichtig. Diese ganzen unwichtigen Leute hier. Oh, das sieht übrigens ganz schön hin, ne? Ich hätte eigentlich gedacht, ich kriege die Mission hier schneller gemacht und kann dann sofort mit Arcade durchstarten, aber offensichtlich war dem nicht so. Aber wie sieht diese Statue echt komisch aus? Also, naja, ist schon. Wissen schon. Ja, die Hütten kann ich auch alle nicht aufmachen. Oh, guck mal. Süß. Da haben wir die Walltech Limited Edition. Die Nahkampfwaffe. Hey, die Inschrift auf dem Sockel lautet, Geschäfte erledigst du am besten persönlich und in direkten Kontakt. Deine Fähigkeit Nahkampfwaffen wurde auch um 4% erhöht. Nicht runterfallen wäre doof. Aber mir fällt gerade wieder ein, dass ich hier Ede noch wieder mitnehmen muss, sonst geht er wieder zurück nach Prim und nach Prim will ich es recht nicht reisen. Oh, gibt's hier noch Schönes? Oh, Kaliber 20 Patronen, die nehme ich mit. Ja, die 10mm Patronen auch. Die kann man auch noch gebrauchen. Bohnen? Ich wollte Boon noch... Was macht denn Boon da unten? Ich sehe schon, hier wächst wirklich nicht viel, außer eine Hyka-Banane, ein paar Opunzien. Was sind denn Opunzien? Scheinbar Kakteen, aber... Was für welche? Hallo Boon. Oder will mir recht sein. Oder will mir Boon vielleicht was sagen? Das wäre ja schön, wenn er mal irgendwie so ein kleines Kommentar zu Bitter Springs von Stapel lassen würde. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Quicksave. Großkahn. Und Großkahn. Verdammt. Hä? Ich hätte ja eigentlich damit gerechnet, dass jetzt hier der Kahn ist, mit dem ich reden sollte. Melissa oder wie auch immer. Die, der das hieß. Aber scheinbar ist dem nicht so. Fleisch und Boden? Naja. Also richtig viel haben die ja nicht, die Kahne bei sich zu Hause in den Truhen. Was? Nach Prim kannst du ja wegen dem Essen aus den Ratskorpionen... Achso, da kann ich Essen aus Ratskorpionen Giftdrüsen machen? Das ist ja interessant. Ich wollte die gerade alle verticken. War ich bei der Hütte... Doch, bei der Hütte da oben war ich auch gerade, ne? Wo ist denn jetzt hier die letzte? Oder zeigt da vielleicht sogar einen Questfall drauf?
Das wäre recht ideal. Da, was ist das jetzt für eine Aufgabe für die Republik? Die Großkanzlerin, soweit kenne ich, besuchen wir entweder ihre Unterstützung oder sie vernichten. Weine nicht, kleine Niete. Und mein Papa, ein bisschen Milch. Genau, Melissa. Colonel Moore über die Bündnisse zwischen RNK und. Wer ist denn Colonel Moore? Melissa überzeugen sich, gegen Caesar auszusprechen. Ah ja, diese Richtung gar nicht weit. Ja, welcher könnte denn jetzt der richtige Fall sein? Ich könnte ja mal kurz. Nein, Silberblick fällt aus. Boah, was? Wo wohnt sie denn? Ist sie hier ernst? Boah, wohnen die weit weg. Gutsbrings Friedhof, na gut. Dann reisen wir da halt hin. Du kriegst nur Geld und neue Drogen durch die Rezepte. Ach, das ist ja doof, das ist. Wer will denn das auch? Dein Arsch gehört mir. Alter. Verderben 6 ist schon mal nicht so gut. Bereite dich auf die Konsequenzen vorher. Ich möchte gar nicht. 2 medizinische Stimpack entfernt. 1 Super Stimpack entfernt. Toll! Das hat's ja voll gebracht. Das möchte ich. Vor allem, wie immer die Lampe hier steht, ne? Was war das gerade? Zigaretten? Was? Zigarettenkippe auffällig? Oh. Die habe ich irgendwie übersehen, weil sie nicht ganz so auffällig war, wie da angegeben ist. Die hätte ich wohl am Anfang gebrauchen können, die Zigarettenkippe auffällig. Guck mal, ich sehe Ratskorpion. Hm, was ist denn das da? Ach, das ist auch ein Skorpion. Das auch oder ist das eine Leiche? Dum-dum-dum. Na? Low Awareness, Medium, Combat Between Schmiede. Hostile. 150 Lebenspunkte hat ein dummer Skorpion. Ist ja der Hammer. So. Irgendwo da unten. Müsste rein theoretisch mein Ziel sein. Oder auch nicht. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Doch, eigentlich laut Karte müsste ich hier Gold richtig sein. Aber ich weiß echt nicht, wohin mich die Karte hier eigentlich schickt. Was ist da hinten eigentlich für eine Hütte? Kenn ich die eigentlich? Muss mal kurz. Oh, wie viele Skorpione hat's? Alter Schwede. Ist ja quasi ein Skorpion-Nest hier, ne? Warte mal, ist das da hinten eine Leiche? Ne, ist auch ein Skorpion, oder? Nicht genug Wumm. Leer. Ja, du hattest ja auch nur 5 Schuss bei. Hm. So ein Ratskorpion leuchtet ganz schön. Uah. Alter Schwede. Wie viele sind denn hier? Warum rennen die eigentlich alle hinter? Warum rennen die eigentlich alle hinter? Ah. Bei Ederfield. Na toll. Kann ich gleich wieder laden. Boom ist gestorben. Ja, das finde ich scheiße. Ah, da kann ich gleich wieder laden. Ach Mann, warum musst du denn sterben? Das extra One and Gun produziert irgendwas Tolles. Ach Mann, warum muss denn Boone immer sterben? Es ist. Wir machen das erstmal anders. Ich reise jetzt erstmal kurz nochmal nach zum Nordtor und hole mal eben Eder ab. Weil ohne Eder ist immer scheiße. Da fehlt mir einfach Schaden. Und eigentlich kann ich auch direkt wieder Arcade mitnehmen. Der macht zumindest mehr Schaden. Zumindest so gefühlt mehr. Weil irgendwie, weiß nicht, Boone hält doch nichts aus. Der ist ja. Auf einmal gerade sehen, wie schnell der Tod ist. Arcade, der steht da mit seiner Power Armor, nimmt ein bisschen Schaden und dann ist er immer noch da. Was gibt's? Ja, unsere Wege trennen sich hier. Ich glaube, wie sie meinen, ja. Ich denke, sie sollten nach Hause gehen. Genau, habe ich meine Meinung geändert. Bleiben wir. Dann mache ich mich mal auf die Socken. Jo, mach mal. Tatsächlich, jeder schwebt hier immer noch rum. Strip ist sicher. Der Strip ist sicher. Wow, was ist denn hier eigentlich mir folgen? Das war jetzt ein bisschen hohl, das jetzt zu klicken, weil wenn ich jetzt wieder reingehe, dann ist er ja gleich wieder auf Warten. Und ach, naja. Also ich glaube, ich muss das mal googeln, wie ich Boone da zum Reden bringe, weil der hat ja sicherlich auch eine Quest. Ich würde auch gerne versuchen, irgendwie seine Frau zu retten, aber... Ach, Mann. Wo soll's hingehen? Ja, mach schnell hier. Ich habe ewig Zeit. Prison Suit. Sweet. Sweet. Ach, jetzt kommt Eder mit auf einmal, oder was?
Warte mal, ich hab doch hier die Nahkampfwaffengeschichte gefunden. Yay. Ich hatte sogar zwei Wackelpuppen bei. Mensch. Langsam wird's ja fast vollständig. Langsam wird's ja so. Was macht er denn da? Hey. Hey. Ist es schon soweit? Noch nicht ganz. Was hat der hier getan? Trinkt der? Hat der irgendwie die Chips hier drunter geschmissen? Ich kann Bogen beklauen. Moment, das muss ich mal kurz machen. Kann ich ihn trotzdem nicht mehr abnehmen, als wenn ich ihn ganz normal anklicken würde. Ein Kissen? Ein Teddy? Und ein Fernseher. Hm. Was wollen wir trinken? Was trinken Sie? Irgendwas? Aha. Wo ist denn jetzt Arcade? Oder sag jetzt bitte nicht, dass Arcade schon wieder bei den Anhängern rumhängt. Dann fluche ich. Arcade. Arcade. Oh nee, oder? Ey, warum sage ich denn überhaupt, dass er zurück ins Lucky soll, wenn er eh nicht da ist? Kleiderschrank? Luftgewehr? Wie sieht's aus? Nee, halt, Moment. Der ist hier irgendwo. Da! Hä? Wie sieht's aus? Ja, ich finde, wir sollten zusammenreisen. Irgendwas an diesem Roboter scheint nicht zu stimmen, meine ich. Was ich sagen will, ist, dass er ja durchaus in den Lake Mead fallen könnte. Und wenn sie eine EMP-Granate hinterherwerfen würden, es gäbe sicher Größe. Ja, ja, ist ja gut. Das ist ja auch was gegen Eda haben muss. Finde ich echt nicht gut. So, folgt er mir jetzt? Hervorragend. So, jetzt dann. High Roller Suite. Ja, ja, super toll. Auf ins Casino. Buschbiss gegen Skorpion mit Panzer? Ja, stimmt. Denkfehler von mir. Das zählt ja als Panzerung, wurde ja auch angezeigt. Ich bin irgendwie innerlich davon ausgegangen, dass es. Dass er, so ein Skorpion nicht. So, in Quarry Junction war ich auch noch nie. Sloan, Goodsprings-Friedhof. Ja, komm, reisen wir nochmal zum Goodsprings-Friedhof. Und nehmen diesmal die panzerbrechende Munition mit. Hey, hallo, Rebella 10. Zumindest, weiß ja nicht, ob der, die das Person mich guckt, aber zumindest ist sie im Chat aufgetaucht. So, was kommt dir immer wieder vor? Jetzt haben wir wieder den komischen Powerhelm auf. Siehst du? Arcade ist viel besser darin. Jetzt habe ich hier. Das war jetzt. Diesmal wurden mir aber nicht die Super Stimpacks entfernt, weil anscheinend mein Verderben war nicht groß genug. So, irgendwo da unten ist meine Zielperson. So, diesmal habe ich. Hey, jetzt sind hier auch viel weniger Skorpione als beim letzten Mal. Aha. Ach, das zeigt mir an, wo die Viecher beschädigt sind, oder was soll das sein? Naja, gut. Oder, werden die Skorpione hier mal mehr? Gucke sich das mal an, das Elend. Achso, ich sollte mich vielleicht mal verstecken, dann könnte ich auch mal einen Schleichangriff durchführen. Der lebt auch noch. Gott, wie viele das auch nicht sind. Aha! Hi, ein Mädel. Hallo, Rebella. Grüß dich. Nein, ich bin einfach zu schlecht. Verdammt! Ach komm, Arcade, mach das. Ja, ist wirklich eine Schande. Vor allen Dingen, weil ich eigentlich gar nicht weiß, warum ich hier die armen Skorpione alle einen nach dem anderen niederschieße. Also ich sehe da jetzt gerade den Plan von mir nicht dahinter. Gibt es hier vielleicht noch was Tolles zu entdecken? Es fehlt noch die Fackel aller Skyrim, die man hier mit sich rumschleppen kann. Oder irgendwie an irgendwelchen anderen Lichtquellen, Zeug, Dings. Söldner. Ein Strohhut. Kleine Energiezellen, eine Watts-Laserpistole, Wasser aufbereitet, Whisky, Splitterminen und Energiezellen. Oh Gott, ich bin ja schon wieder fast überladen. Ich muss dringend mal mein Zeug loswerden. Wird das nicht. Es wird sogar heller, wenn man außerhalb des Helms guckt. Denn sieht man mehr. Jawohl! Ach ja, richtig, Pip-Boy, Mensch. Ja, aber der Pip-Boy macht, finde ich, macht jetzt nicht so unglaublich viel Licht. Ach, die ganzen. Aua! Das war das erste Mal, dass mich ein Skorpion tatsächlich gebissen hat. Guck mal auf die Anzeige von freundlichen Personen. Warte. Bin bei. Bisschen doll nah dran.
Tweet low, Awareness medium, Combat Range long, neutral. 360 DT8. Was sagt er? Ich glaube, bei Arcade hat er genau, hat er so ziemlich das gleiche gesagt. Ich versichere Ihnen, dass Sie wirklich sehr männlich wirken. Könnten Sie damit jetzt in eine andere Richtung zielen? Danke. Ah, herrlich. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt hier. Ich sollte vielleicht aufhören, wie ein Weihnachtsbaum zu leuchten. Das ist nicht gut. Das da falle ich bloß auf. Ja, aber irgendwie so richtig, der heilige Gral. Oh, wer ist er denn hier noch? Prospektoren? Warum liegen denn hier lauter tote Leute rum? Hätte ich die vielleicht schon viel früher. Was? Neuner Eisen? Ne, das brauche ich natürlich nicht. Hätte ich die vielleicht schon früher finden sollen? Ich meine, dann hätte ich. Das ist jetzt so hässlich grün. Kann ich nicht was. Ich habe da vorhin schon eine 9mm Maschinenpistole gefunden. Genau die da. Muss ja erstmal Ede ein paar Waffen hier in Hand drücken. Hallo Ede. Dragon Assault. Was ist denn das eigentlich für ein Dragon Assault Rifle? Was ist das überhaupt für ein Dicken? Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Das fällt mir gerade so auf. Vor allem heißt sie Dragoon. Nicht Dragon. 12mm Maschinenpistole, 9mm Maschinenpistole und ein Sturmgewehr. Und ein C4 Plastiksprengstoff. Der wiegt aber nichts. Und den Stachel, den Stachelring Tod und Hass, den können wir eigentlich auch behalten. Oh, da vorne hat es noch mehr Skorpione, oder? Ja, natürlich hat es da vorne. Sieht aus, als ob die Pause vorbei ist. Auf geht's. Na bitte, ich muss nur einmal schießen. Na bitte. Na bitte, na bitte, na bitte, na bitte. Ich muss gar nichts machen mehr. Ich kann hier einfach durchrennen. Fick auf der Skorpion. Boah, ist das hässlich. Boah, ist das hässlich. Was, Yucca-Banane verstrahlt? Ne, die möchte ich eigentlich nicht. Ich könnte mal so eine essen und noch eine Sunset-Separator trinken. Also das ist. Also wenn ich schon in der Nacht rumrennen muss, dann wissen hier mit diesem grünen Nachtsichtgerät, das ist ja noch, glaube ich, noch andersweise vertretbar. Da sieht man noch ein bisschen was, aber. Ich meine, ich wollte es ja so, dass es dunkle Nächte gibt. Ich habe ja extra Mod installiert, dass die Nächte wirklich dunkel sind. Guck mal auf die Anzeige. Noch jemand mit rosa Namen. Das kann man aber auch selber einstellen, welche Farbe der Name hat. Meiner ist zum Beispiel immer grün. Egal in welchem Chat. Ich laufe hier irgendwie gerade schon wieder im Kreis. Aber eigentlich. Hä? Warum müssen alle Leute eigentlich immer an irgendwelchen Orten stehen, wo man einfach nicht hinkommt? Improvisiertes Großkarrenlager? Kann das sein, dass ich Melissas Leben erstmal retten muss, bevor ich hier weitermachen kann? Boah. Oder haben die, hat sie hier vielleicht ein Bett? Dann könnte ich einfach bis zum nächsten Morgen schlafen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber es sieht irgendwie nicht so aus, als könnte ich hier irgendwie. Wie spät haben wir es denn? 12 Uhr AM? Na gut, dann warten wir halt 6 Stunden ab. Bevor ich hier die ganze Zeit im Dunkeln rumkrieche. Ich meine, wenn sich das so ergibt, aber jetzt passiert hier eh gerade nichts. Und da kann man eigentlich auch mal am Tag rumlaufen. Oder am frühen Morgen. Ich glaube, am frühen Morgen ist es in der Wüste noch am angenehmsten. Weil in der Nacht ist es ja scheißen kalt. Aber ich glaube, so am Morgen, im Morgengrauen ist in der Wüste doch noch. Oh, Katzadore schon wieder. Eigentlich Munitionverschwendung, fällt mir gerade so auf. Ich meine, so viel halten die doch auch nicht aus. Auch wenn es 3 Stück sind. Kopf, 32%, 30%, Torso. Ach komm. Oh. Das wird wohl nicht reichen. Genau. Lagerfeuer. Nein, verdammt, du hast recht. Lagerfeuer, da war was. Also. Innerhalb des Helms sieht es deutlich farbentsättigter aus jetzt als da drinne. Lagerfeuer, stimmt. Aktivieren Lagerfeuer. Jawohl. Was, ich kann Gecko-Kebab machen? Was macht was Gecko-Kebab? Kebab macht zwar weniger. Oh, was? Macht Durst auch noch weg? Was brauche ich denn dafür? Jalapeno-Schoten habe ich. Yucca-Bananenfrüchte brauche ich, habe ich auch. Hervorragend. Ich kann zweimal Gecko-Kebab machen. Gecko-Kebab ist ja cool. Und Silberstachel, was ist das denn? Skorpionengiftdrüsen, Rindenskorpionengiftdrüsen, was brauche ich davon noch alles? Silberblatt Nachtschattenbär, was macht denn das Zeug? Ach, jetzt habe ich das wieder kaputt gemacht. Nee. Silberstacheln macht Stärke minus 2, sieht irgendwie nach einem Gift aus. Trostlosigkeitsgift und Heilpulver. Naja, gut. Wer hat das Gefühl, dass ich all meinen Gecko-Stick umgewandelt habe? Was? Kann das sein, dass Arcade sich irgendwie vergiftet hat? Warte mal, hier nimm mal ein Stimpack. Ah, viel besser. Ist jetzt wieder gut?
Ich meine, ich hätte auch so eine komischen Anti-Tiergift-Zeugs dabei, aber das wüsste ich jetzt nicht, wie ich so richtig, wie ich ihm das verabreichen soll. Ich habe das generell noch nie gebraucht. Die Katzador-Giftdüsen, das sind die Giftdrüsen. Opuntia, ist auch eine tolle Frucht. War ich da vorne eigentlich schon? Das kommt mir ja alles sehr bekannt vor, ja, Bonnie Springs, genau. Warte mal, na, verdammt, jetzt bin ich ja hier irgendwo in der Nähe von diesen... Ach, hier bin ich jetzt wieder, Mensch. Einmal im Kreis gelaufen. Klar. Hätte ich das gewusst, dass ich da nicht so quer rübergehen kann, hätte ich natürlich gleich von Anfang an... Ach, Mann.